Der Tempel der Melandru gehört zu den eher sehr einfachen Events. Zu finden ist er in der Fluchküste. Und eine der Vorquests beginnt hier bei der Wegmarke Garthbeorns Anlegestelle. Hier gilt es zunächst, den NPC zu begleiten, der zwei Leuchtfeuer entfachen möchte. Dabei strömen Horden von Untoten auf uns zu, die es zu bewältigen gilt, aber auch kein sonderlich großes Problem darstellen. Wenn das erste Feuer brennt, geht es direkt zu dem zweiten. Das Event verändert sich nicht großartig. Brennt das zweite, dann wechselt das Ganze zu einem Verteidigungsevent. Und man muss das Licht, ich glaube, 5 Minuten verteidigen. Aber auch das ist selbst mit wenigen Spielern kein großes Problem. Wenn das erledigt ist, erscheint da eine Verstärkungstruppe, die dann tatsächlich zum Tempel der Melandru wandert. Auf dem Weg muss sie beschützt werden. Sobald sie dann hier oben sind. Spawnt erstmal ein Einzelgegner. Auch der ist nicht sonderlich schwierig, hat allerdings eine Menge HP, die es runterzuprügeln gilt. Das kann schon ein bisschen dauern. Ist das dann erledigt, beginnt das letzte Tempel-Event. In diesem geht es darum, einfach nur das Gebiet zu verteidigen, bis der Countdown abgelaufen ist. Defend the interrupter with your lives. Diesmal sind 6 Minuten. Auch das ist nicht wirklich schwierig. Die einzige Herausforderung sind die Champion-Spinnen, die allerdings auch nicht wirklich problematisch sind, sondern einfach nur lange dauern. Das Hauptevent zum Tempel der Melandru läuft. Und das ist im Grunde das gesamte Event.
Time to do some real damage. Eventreihe zu einem Land, das erfolgreich ist. White Bunch.